Herzlich willkommen zu Skagil, dem Podcast für Transformationen im skaliert agilen Umfeld. Hier erfährst du alles, was du benötigst, um nicht nur in die agile Welt einzutauchen, sondern auch wie Agilität Organisationen in einer sich immer schneller verändernden Welt ermöglicht, komplexe Produkte zu entwickeln und zu liefern. Und jetzt fängt es an mit eurem Gastgeber, Matthias Bullmann. So, meine Lieben, es ist wieder soweit. Eine neue Folge Skagil mit Matthias und dem Dodo. Und heute habe ich mir einen sehr, sehr coolen Fachgesprächspartner geholt, und zwar den Dan Bauer. Und in den nächsten 30 Sekunden werdet ihr erstmal erfahren, wer ist Dan Bauer, wenn ja, wie viele, warum macht er wozu das, was er macht. Und danach werden wir eine sehr geile Folge haben. Und zwar geht es heute darum, warum nicht alle digitale und agile Transformationen brauchen und vor allen Dingen, warum sie mehr Geld damit verblasen, als sie überhaupt verdienen können. Also wie eine harte Folge. Schön, dass ihr da seid. Dan, geil, dass du da bist. Erzähl doch mal. Herzlichen Dank, Matthias. Ich bin Dan Bauer und in 10 Jahren werden wir 7 Millionen Menschen weniger in der Arbeitswelt haben. Das beschäftigt mich, weil ich wissen möchte, ob wir in 10 Jahren dann auch noch unseren Wohlstand behalten können. Deswegen bin ich so ein Fachmann für strategisches Management und schaue mir an, wie funktioniert Geschäftsführung, was muss eigentlich heute getan werden, um auch dieses Problem in den Griff zu kriegen und natürlich die 20.000 anderen Probleme, die so ein Geschäftsführer vor sich hat. Damit beschäftige ich mich sehr intensiv. Bin sehr, sehr glücklich, dass wir heute zusammen sind, weil diese Frage, was kostet Digitalisierung, wie viel wird da eigentlich verbrannt, ist so erheblich, dass wir da mal dringend drüber sprechen müssen. Absolut. Und wir haben uns kennengelernt. Wir contributen beide zu einem ziemlich coolen Buch, was Ende 2023, im Dezember, unter Mitwirkung von Andreas Kohne oben aus dem Hamelner Land geschrieben wird. Und da ich den Matthias und er den Dan rauslassen sollte aus dem Schriftlichen, haben wir beschlossen, da müssen wir doch mit den Dan und den Matthias mal richtig rauslassen. Und deswegen gibt es den Termin heute. Also, ich höre ja überall immer Digitalisierung und digitale Strategie und dann denke ich mir immer, läuft das eigentlich so wie bei einem agilen Anloch 18 im Düsseldorfer Club der Golfspielerinnen, treffen dich dann 2 CEOs und dann heißt es, bist du schon agil? Nein, dann musst du auch werden, du musst safe machen. Und ich habe letztens erst wieder eine Info aus dem DAX-Konzern bekommen, unten aus dem Süden, da hieß es, so 15.000 Leute müssen in den nächsten 3 Jahren Scaled Agile Framework machen oder der Großteil davon. Und dann habe ich erst mal gefragt, wozu soll das eigentlich dienen? Ich mache das ja gerne, ich verdiene damit ja Geld. Ich bin ja seit 2017 einer der Pioniere in Deutschland, die es als erstes in großen Firmen auch mitgemacht haben. Nur das ist, also diese agile Transformation, diese erzwungene, ist ja auch teilweise Mobbing an den Mitarbeitern. Und als dann der Dan sagte, ich mache sowas mit Digitalisierung, dachte ich mir, das will ich mir mal genau anhören. Erstens, was bedeutet das eigentlich? Für wen ist das eigentlich was? Und wie fangen denn eigentlich schon insolvenzfähige digitale Transformation an? Denn, und das sind alles Fragen jetzt für dich. Fangen wir mal ganz einfach an. Wie kommt es dazu, dass irgendeiner aus der KMU, aus dem großen Konzern sagt, wir müssen jetzt digitalisieren? Was ist so der Triggerpoint? Das ist, der Triggerpoint ist gleichzeitig schon das größte Problem. Weil tatsächlich die Digitalisierung, ich mag das Wort nicht. Das ist, wir haben seit 30 Jahren sitzen wir vor Rechnern und PCs und schicken uns E-Mails hin und her. Es geht nicht um die Digitalisierung, um irgendwelche Computer dahinzustellen, sondern ernsthaft, es geht darum, wie machst du das mit deinem Unternehmen, dass du in Zukunft weiter solide überleben kannst? Und wir haben dieses Personalmangelproblem ja jetzt schon so erheblich. Absolut. Das wird nicht schlimmer. Das wird ja nicht besser. Und wie gehst du in deinem Unternehmen sinnvoll damit um, diese fehlende Leistung, diese fehlenden Ressourcen zu kompensieren? Das ist die Kernfrage. Und wenn du dir die am Anfang stellst, kommst du auch gut voran. Aber das hat jetzt erstmal nichts. Wenn ich mir die Frage stelle, denn da habe ich jetzt im Hinterkopf noch keine App, keine Digitalisierung. Das ist ja generell die Frage, wie kann ich in 10 Jahren auch noch Geld wie jetzt machen? Richtig. Oder? Die also eine Frage, die sich ja jeder Chef fragen sollte, eigentlich jeden Tag. Das ist wenn er Zeit dafür hat, weil die meisten stecken sehr tief in ihrem Tagesgeschäft und haben ganz oft gar nicht die Zeit, sich diese ausführlichen Fragen zu stellen. Deswegen brauchen die auch in dem Fall dann Leute von außen. Und da kommen wir zum ganz erheblichen Problem. Ab dem Zeitpunkt, wo du digitalisieren willst und googelst,
ab dem Zeitpunkt verbrennst du Unmengen an Kohle. Weil das Problem, das Hauptproblem ist, zu verstehen, was in deinem Unternehmen gerade wirklich relevant ist. Nicht zum Selbstzweck digitalisieren, damit jetzt irgendwie was digitalisiert ist, sondern was wirklich brauchst du in deinem Unternehmen, damit du in den nächsten 5 Jahren sicher und in den nächsten zehn Jahren solide fahren kannst. Und das muss sich jemand von außen anschauen. Ich sage, diese Person muss neutral sein. Weil es ist ja safe, wenn jemand ein Projektgeschäft hat. Das ist ja total in Ordnung. Ja. Jeder will da draußen Kohle verdienen in der Wirtschaft. Das ist völlig legitim. Ja, ja. Das Problem ist nur dann, wenn jemand ins Unternehmen kommt und sagt, mach mal so und so, weil er was verkaufen möchte. Das ist nicht sinnvoll. Sondern sinnvoll ist, wenn jemand ins Unternehmen reinkommt, der unabhängig ist und sagt, pass auf, mir ist egal, was du aus meinen Ideen machst, aber ich baue dir mal Ideen und sparre mal mit dir zusammen, wo dein Unternehmen eigentlich in der Zukunft hingehen könnte und du entwickelst das mit mir zusammen. Du reicherst das an, ich bin der Fachmann in dem Fall, mach dir die Strategie fertig. Ob du die umsetzt, ist dein Thema. Ja. Aber du hast mindestens eine valide Strategie auf dem Board und die kannst du spielen, wann du sie willst. Damit kriegst du quasi in der Geschäftsführung so ein Momentum, das du vorher nicht hattest. Und das, obwohl du nicht selber googelst, weil um selber googeln zu können, musst du die gleiche Fachperson sein und dann könntest du die Strategie ja selber bauen. Weil du weißt ja gar nicht, was du suchen sollst. Nee, ich suche nach Digitalisierung, KMU wahrscheinlich, ne? Oder Digitalisierung, Sanitärhandwerk oder das ist ein Kollege von mir auch im Coaching drin, in den Bereichen der Coaching, Geschäftsführer. Das würde ich wahrscheinlich dann auch dementsprechend, weil das wird ja auch gefördert. Also es gibt ja riesen Fördertöpfe für die Digitalisierung des Mittelstandes. Dann ist das also ich will nicht sagen völlig, aber es ist schon eine. Es geht schon in eine falsche Richtung dann teilweise. Das heißt, ich kriege vielleicht eine geile App, aber die bringt mir gar nichts. Die verbrennt nur Geld. Plus, ich gehe nicht in die richtige Richtung. Ja, und du verbrennst auch da schon wieder Geld. Wenn du schnell Geld haben willst, gerade in Fördermittel technisch, du kriegst schnell mal 10.000 Euro irgendwo. Cool, kannst du einen neuen Monitor kaufen für deine Konferenzen. Glückwunsch. Hm. Das ist nicht Digitalisierung. Das ist nicht, da macht sich in 5 Jahren nicht glücklich mit. Aber das geht dann schon, wenn du mehr haben willst. Dann steckst du da unter anderem eine ganze Arbeitskraft rein, um überhaupt nur die Anträge ausfüllen zu können. Und herzlichen Glückwunsch, wenn du in mehreren Standorten unterwegs bist, weil dann füllst du im Zweifel für jeden Standort oder jedes Bundesland einen Antrag aus. Also ja, kann man alles machen. Ist auch die dann meistens nicht digital sind. Also die lade ich mir als PDF runter und muss die mit Firmenstempel und Unterschrift original einreichen. Ne? Also Anträge zur Digitalisierung schön analog. Ja, ja, vor allem jetzt musst du ja überlegen, dass ja diese Stellen auch nicht digital sind. Das heißt, dein Antrag wird ja wirklich von einer Person geprüft. Ja. Es ist heute so unsinnig, wie es nur sein kann. Da müsste man mit der Digitalisierung anfangen, dass das einfach nach einem Ampelsystem funktionieren könnte. Aber gut. Dein Problem ist jedenfalls, diese Strategie fehlt dir. Und jetzt einfach nur loszurennen und zu sagen, ja cool, da kriege ich ja Geld für. Ja, schon, aber für was? Und diese Frage stellst du dir dann auch im Antragswesen. Und dann musst du ja die Frage stellen, wozu brauchst du denn den Bildschirm im Konferenzraum? Das ist ja schön, aber was machst du mit den 10.000 Euro? Lass es 100.000 Euro sein, aber was machst du mit den 100.000 Euro? Ist das eine App, die dir wirklich was bringt? Willst du dadurch Sales machen? Willst du dadurch ein Recruiting machen? Willst du deinen Recruiting-Prozess vereinfachen? Gibt es bei dir in der Verwaltung Leute, die dir wegbrechen? Und wenn die wegbrechen, kannst du diesen Personalmangel durch Digitalisierung kompensieren oder klappt das nicht? Oder möchtest du wachsen und brauchst entsprechend mehr Performance? Dann kannst du auch digitalisieren. Aber diese Fragen müssen quasi vorher einmal gestellt werden. Ja. Ja, was soll überhaupt digitalisiert werden? Ja, wenn ich da 5 Damen und Herren in der Verwaltung sitzen habe, die ich definitiv nicht kündigen will und die noch 20 Jahre vor sich haben, dann weiß ich nicht, was sie mit Digitalisierung machen wollen. Das reicht vielleicht, was sie da haben. Ja, wenn ich aber sage, ich will skalieren, ne, ich will halt nicht mehr Zeit gegen Geld haben, dann muss ich mir schon überlegen. Dann muss ich halt schon mal gucken, brauche ich ein E-Mail-System dahinter, automatischen CRM, Automatisierung und. Das ist ja was völlig anderes, als ich habe da eine Verwaltung, die muss jetzt zu 50% automatisierter laufen. Es gibt einen Aspekt der Agilität, den ich unfassbar spannend finde. Ich unterhalte mich sehr, sehr viel mit Geschäftsführern und Vorständen, einfach
um auch zu verstehen, was passiert in den Unternehmen gerade, was muss man entwickeln, damit das alles vorangeht. Und da kriege ich immer wieder mit, dass dieser Druck, jetzt stell dir vor, da, du hast jetzt drei Leute, die sind im Urlaub in einer Abteilung und dir brechen drei nochmal weg. Hast aber eine relativ kleine Firma. Dann hast du vielleicht noch ein, zwei Personen in dieser Abteilung übrig. Das erzeugt immer ein unrundes Verhältnis. Ja. Und jetzt im Punkt der Agilität ist jetzt super interessant, wenn du deine Mitarbeiter noch weiter beschäftigst, aber nicht auf sie angewiesen bist, dann ist das eine andere Haltung. Das bedeutet, deine Mitarbeiter vereinfachen ihren Job dadurch. Dir wird er nicht weggenommen, weil du kannst diese Leute trotzdem brauchen. Du kannst sie für was anderes einsetzen oder du kannst sie viel, viel lockerer einsetzen, dass sie einfach doch eine 4-Tage-Woche und so weiter haben. Ne? Mhm. Weil wenn du die Produktivität mit Digitalisierung nachschießt, dann muss der Mensch dann nicht mehr 5 Tage sitzen. Ein Beispiel. Genau. Ja. Und das Coole für dich aber im Management ist, wenn du nicht darauf angewiesen bist, dass deine Belegschaft zu 100% performt, dann hast du so eine Ruhe plötzlich, weil die können mal drei Leute wegbrechen. Und wir wissen alle, wie schnell das mal passiert. Und diese Haltung, diese Agilität, die du dir dann schaffst, durch die Situation, die du geschaffen hast, die macht dich einfach in der Gestaltung deines Unternehmens ganz, ganz flexibel. Und das ist sehr interessant. Hast du mal ein paar Worst-Case-Beispiele, wie sowas angefangen hat und wie sowas geendet hat, damit hier unsere Hörer mal so, vielleicht sind die jetzt aus dem KMU, vielleicht sind einige aus dem DAX-Konzern, für DAX-Konzern kann ich euch mal erzählen, was passiert, wenn ihr da missbaut, aber hast du da mal so ein paar Worst-Case, aber auch mal ein Positivbeispiel, ne? Aber fang erst mal mit dem Worst-Case an, ne? Mit der schönen Angst kriegt, Freunde. Ich fang mal mit dem Worst-Case an. Ist so passiert, ich habe mit der Klinikleitung gesprochen in einer etwas größeren Stadt Deutschlands. Und dann sagen die, die haben jetzt 150 iPads angeschafft für die Anamnese. Ich sage, ist ja cool, ist ja wunderbar fortschrittlich. Dann können die Leute ihre Sachen da selber eintippen und dann landen die Daten auch gleich dort, wo sie sollen. Richtig. Ja, nee, landen die nicht, weil am Abend setzt sich dann eine Person hin, meistens eine Fachkraft, also ein Arzt, ja genau, du ahnst es schon. Nein, bitte ein Arzt nicht. Oder eine Ärztin, jetzt pass auf, jetzt kommt der. Die nehmen diese iPads, stellen die auf den Schreibtisch und tippen über eine Tastatur in den Rechner ein, was da drauf steht. Das kannst du dir nicht mal ausdenken. Das ist so kreativ dumm, das kannst du dir nicht mal ausdenken. Aber es gibt ja sowas, das heißt Schnittstellen. Ja, ich glaube, genau. So eine Schnittstelle kannst du dir sogar Billo im Internet mit Zapier zusammenstellen. Ja, ist möglich. Das Faszinierende daran ist, ich hab gedacht, das meinst du doch nicht ernst. Ich erzähle diese Story vor einer Ärztin in einer ganz anderen Stadt, sagt die, ja, haben wir hier auch. Wer verdient da bitte Geld? Ich will auch so einfach Geld. Das ist einfach nur heftig. Ein anderes Worst Case ist, wozu ist das dann gut? Einfach um Papier zu sparen oder? Nee. Es wäre ja total gut, wenn das wirklich sinnvoll gemacht würde. Das wäre brillant. Stell dir mal vor, du hast ein kompliziertes Problem bei dir. Ich bin jetzt kein Arzt, ich kann das medizinisch nicht bewerten, aber so aus dem, was ich mitgenommen habe. Du hast ein kompliziertes System, musst dafür in ein anderes Krankenhaus. Wäre doch super smart, wenn du ins andere Krankenhaus gefahren wärst und die schon alle Daten vorliegen haben, die du bräuchst. Ja, haben die aber nicht. Und das ist ein Problem. Und dann gibt's da Handzettel und dann wird da rumgetan und dann steht da meinetwegen auch das Falsche drauf und so weiter. Das ist alles nicht sinnvoll. Dann gehst du danach zur Betreuung zu deinem Hausarzt, rat mal, wer die Daten nicht hat. Der kriegt dann einen Arztbrief mit Unterlagen, die er dann nochmal eintippt oder einscannt. Genau. Ja. Und dann gehst du in die Apotheke und dann musst du dann das Rezept nochmal mit. Das ist so viel Verwaltungsaufwand für jeden. Das wäre einfach, das könnte man so wunderbar automatisieren. Das ist auch die Frage nach Medikamenten. Bei dem einen Arzt habe ich gesagt, übrigens, ich vertrage dieses Medikament nicht. Cool. Ja, genau. Wenn der das jetzt verpasst, in den Arztbrief zu übertragen, weiß der Zweite das vielleicht nicht und gibt mir das Gleiche nochmal. Oder etwas, was noch schlimmer ist, dann entsprechend, was für das eine Medikament gar nicht verträglich ist, die zusammenzunehmen. Und schon habe ich ein Riesenproblem. Und daran sterben täglich Menschen.
Ja, aber warum habe ich denn, ich hänge ja immer noch an diesen iPads, warum schaffe ich die dann an, wenn ich am Ende des Tages eh nur ein Instrument habe, wo ich Daten drin habe, die ich eh manuell übertragen muss? Weil ich glaube, also das ist das Kernproblem, wenn du von Digitalisierung nicht genügend Ahnung hast und unter uns beiden, ich verstehe es so sehr, weil finde mal da draußen einen, der dir erklären kann, was Digitalisierung ist. Das ist ja schon eine abendfüllende Aufgabe, nur die überhaupt zu erklären, was das ist. Ja. Und da wirklich Ahnung zu haben, ist eine absolute Kunst. Wie sollst du das, wenn du im Tagesgeschäft hängst? Wie sollst du das, wenn du dich um deine Mitarbeiter und die Probleme in deinem Unternehmen... Du kannst dich gar nicht so viel erkundigen darum. Es geht schlicht und ergreifend nicht. Ich hänge immer noch bei dem Arzt, der abends irgendwie die Sachen... Ich hänge da immer... Das ist hängen geblieben. Der Arzt, der... Nochmal, wir haben nicht genug Ärzte. Wir haben nicht genug Fachbücher. Die sind... Seit Corona weiß das jeder Depp, dass die komplett durch sind. Und dann tippt der... Ja, da kommt jetzt das Nächste. Ein guter Bekannter von mir ist Arzt. Auch Professor für Medizin. Und der hat gesagt, es gibt eine McKinsey-Studie, die hat mal verdeutlicht, dass wir 42 Milliarden Euro jedes Jahr einsparen können, wenn Krankenhäuser und die Gesundheitswirtschaft gut digitalisiert ist. 42 Milliarden Einsparpotenzial. Spontan wüsste ich, was man mit dem Geld anstellen kann. Ganz spontan. Gibt's einfach mehreren Fachkräften. Die freuen sich darüber. Das ist 42 Milliarden im Jahr. Euro. Im Jahr. Im Jahr. Das ist im Jahr. Unfassbar. Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Wir haben in Deutschland kein Problem, das Geld aufzutreiben. Wir haben ein Problem damit, dass es falsch allokiert ist. Das sowieso. Also die 100 Milliarden für die Bundeswehr habe ich, denke ich mir, nur an die Beschaffung der Bundeswehr. Da gibt es ja massig IT-Probleme. Du sagst, lass ja auch schon. Da denke ich mir, Jungs, 80 Millionen landen da in irgendwelchen... Ja. Und das ist doch nicht mal böse, sondern weil die einfach beschissen organisiert sind. Aber was macht denn das mit Deutschland? Also ich meine, uns ging's ja viele, viele Jahre und Jahrzehnte gut. Es gibt ja Leute, die sagen immer noch, uns geht's ja immer noch gut. Guck in die Ukraine, guck nach Syrien, da geht's uns gut. Da sage ich, naja, die Sache ist, uns geht's vielleicht gerade gesundheitlich und so ein bisschen sicherheitstechnisch ein bisschen besser. Aber ich glaube, wir glauben gerade, dass uns gut geht, weil das ist alles auf Pump. Ich bin kein hochentwickelter Experte in dem Bereich, aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir gerade schön die Rutsche runterrutschen denken, es geht gerade bergauf. Ja, sehe ich auch so. Ich habe eine Akademie gegründet, weil ich verstanden habe, IT-Fachkräfte zu rekrutieren, ist unglaublich schwer geworden. Ja. Jetzt habe ich genau dazu eine Akademie gegründet, die IT-Fachkräfte aus- und weiterbildet. Das sind 15.000 ITler. Das sind Leute, die gerade anfangen. Es sind aber Leute, die stehen als ITler mitten im Job und bilden sich einfach weiter. Und wir bringen diese Leute, wenn die möchten, halt in einen anderen Job. Und jetzt haben wir natürlich auch mit ukrainischen Flüchtlingen gesprochen und haben öfter gehört, ja, nee, in Deutschland wollen wir nicht arbeiten. Da ist einfach die Umgebung nicht gegeben, damit die sich wohlfühlen können. Also das sagen viele Fachkräfte auch, ne? Die sagen, Deutschland... Ja, alles. Ich habe gestern noch mit, ich glaube, wer ist denn das? Das ist einer vom AOK-Gesamtverband auf LinkedIn gesprochen, der macht Marketing und dann sagt er, naja, versuch hier in Berlin einfach mal einen Termin beim Bezirksamt zu bekommen. Das dauert Jahre gefühlt. Und der ist halb Ire, der hat zur Verlängerung des Passes, hat der einfach nur irgendwie über so ein System, jetzt nicht einfach per E-Mail, also seinen Pass, also seinen aktuellen Ausweis, Lichtbild. Und das war's. Und dann wird der verlängert. In Deutschland ist allein das schon unmöglich. Alleine die Beantragung der 200 Euro für Studierende war ja irgendwie ein IT-Desaster, wo ich mir denke, das kann doch nicht sein. Ich weiß aber auch mittlerweile, ich habe einmal ein Beispiel gehabt, wie war denn das damals nochmal? Ich bin damals von Neuss nach Meppen gezogen. So, und dann habe ich Meppen da mal gefragt, bin wir zurückgezogen. So, und dann habe ich gesagt, ja, aber warum sind meine Steuerunterlagen nach einem Dreivierteljahr noch nicht da? Also erstmal musste ich verstehen, was passiert, wenn du in ein anderes Bundesland ziehst. Da passiert Folgendes denn. Und zwar haben sie eine Steuerakte über dich. Die wird dem lokalen Kurierdienst gegeben. Dieser lokale Kurierdienst bringt das zu einer Sammelstelle. Dann kommt der nächste lokale Kurierdienst, bringt das zu einer und dann kommt das ohne Scheiß, ich habe zweimal gefragt, sie hat es mir so erklärt. Kannst und dann kommt das irgendwann am Zielort an. Und dann sage ich,
Das heißt, wenn das mal so ein Dreivierteljahr unterwegs ist, das ist keine Seltenheit. Nö, nachdem, wohin das geht, das, ja, das kann doch mal ein Dreivierteljahr. Und es ist eine Akte. Ne? Dann sag ich, warum macht das nicht mit IT? Ja, wir haben verschiedene Systeme. Das heißt, die Finanzbehörden, das ist eine Info von 2016, haben verschiedene Softwaresysteme. Mhm. Und ja, ich frag mich dann immer so. System, ne? Die sind alles ja schon, klar. Und die sind ja digitalisiert. Also ich würde sagen, die sind ja digitalisiert, weil mit Elster, mit der Steuer-ID, die sind ja digitalisiert, aber da passt ja nichts zusammen. Und da frage ich mich, warum geht das? Also warum wird so eine Digitalisierung, die darf ich doch nicht den Ländern überlassen, dann brauche ich doch ein Digitalisierungsministerium, Hashtag liebe FDP, ihr habt es uns versprochen eigentlich, ja, wo bleibt es eigentlich, ja, und dann muss vorgegeben werden von oben, und ich meine, das weißt du ja ganz genau bei Transformation, agile Transformation, digitale Transformation, das muss von oben kommen. Ich kann immer mal eine Grassroot-Bewegung haben, die ist aber nur Ideengeber, da muss oben irgendeine Babo oder Baba stehen und sagen, das wird jetzt gemacht, das wird jetzt runtergeprügelt bis in die letzte Gemeinde. Mhm. Und warum, ich meine, du hast ja auch viel Kontakt zu Politikerinnen und Politikern. Warum passiert das nicht? Warum passiert das? Weil das ist ja so essentiell für die Zukunft unserer Gesellschaft. Ja, das ist, also ich, aus nur meiner ganz persönlichen Brille, nur das, was ich einschätzen kann oder was ich zumindest glaube, mir herleiten zu können, sind es zwei ganz große Aspekte. Der erste Aspekt ist das gleiche wie in der Geschäftsführung. Du musst ernsthaft Ahnung von dem Thema haben, und zwar ernsthaft. Und ich selbst würde mich nicht trauen, Bundesminister für Digitales zu werden, weil das ernsthaft viel Wissen erfordert. Wenn ich es würde, dann würde ich mich mindestens 2 Monate mit den heftigsten Profis zusammensetzen und nichts anderes tun, als zu lernen. Weil es wirklich komplex ist, auch zu verstehen, was getan werden. Ich glaube, das ist einer der Punkte. Wobei ich nicht ausdrücken möchte, wer jetzt wie viel Ahnung hat. Aber ich würde einfach alles dafür tun, damit ich wahnsinnig viel Informationen darüber habe, was da eigentlich geschehen muss. Ich sage auch, wenn es einen Bundesminister für Digitales gibt, hat der nichts anderes zu tun. Ja. Weil du kannst nicht noch was anderes tun oder du machst es nicht richtig, aus nur meiner Sicht. Ne? Das heißt, es darf eigentlich auch keine Bundestagsabgeordnete sein, weil die haben ja noch Verpflichtungen mit Ausschüssen, mit ihrem lokalen Kreis. Das würde ich schon sagen, aber du darfst nicht noch ein Ressort. Wir haben ja jetzt gerade einen Verkehrsminister, der wahrlich genug zu tun hat, und dann soll der auch noch Digitalisierung machen. Ich glaube es einfach, ich kann es mir nicht ernsthaft vorstellen. Das ist Nummer eins. Nummer zwei. Ich persönlich glaube, das ist mein romantischer Wunsch, Politik müsste mehr missionsgetrieben sein. Eine ganz romantische Vorstellung von mir wäre, dass eine Partei in sich geschlossen eine Mission formuliert hat. Dann wäre nämlich egal, wer vorne dran steht, sondern dann würde man diese Mission, und wenn die gemeinwohlorientiert ist, und zwar ernsthaft, ohne dieses ganze Rumgeheuchle und sich die Taschen irgendwo voll machen, sondern ernsthaft und authentisch gemeinte Missionen nach vorne. Und das dann durch die Partei. Und dann wäre quasi egal, wer es vorne umsetzt. Dann würde man bessere Ergebnisse erzielen. Weiß aber ernsthaft nicht, ob das realistisch ist. Ja, es ist ja auch im agilen Kontext, ne, dass wir sagen, wenn es nicht funktioniert, habt ihr eigentlich eine gemeinsame Vision, Mission, Roadmap, auf die ihr alle einzahlt, wo ihr die Leute drauf eingeschworen habt. Und die, ich glaube, das Einzige, worauf man Parteien einschwören kann, aktuell ist auf die nächste Wahl. Ne? Das ist halt immer so ein bisschen doof. Das ist auch dem System zu verdanken, und ich kann es auch verstehen, und das wird man auch nicht ändern können. Was jetzt aber spannend wäre, ist, dass mit so einer Mission, wenn die getrieben wäre, dann würde quasi das kein Unterschied mehr machen, wer jetzt welche Wahl gewinnt. Und dann ist das eben nicht mehr an einer Periode geknüpft oder an eine gezielte Wahl und nicht mehr an Wahlversprechen, sondern man könnte einfach anders arbeiten. Ich habe mit einigen Politikern darüber gesprochen und stoße da auch wirklich auf Gehör. Ich weiß nur nicht, in welcher Form das umsetzbar ist, aber lass mal noch ein paar Jahre weiter philosophieren darüber. Irgendwie kriegen wir da vielleicht schon eine Richtung zusammen. Ja, aber schon noch, erzähl. Du wolltest aber noch zu den zwei Cases, zu den guten Cases. Ja, genau, jetzt kommen wir zu den guten Sachen. Damit wir nicht nur schwarz malen, absolut. Wenn man das heute noch sagen darf. Ich habe zwei Cases. Ein Case ist ein Restaurantbetreiber, und dieser Restaurantbetreiber hat gerade ernsthafte Probleme, und das geht so weit, dass in einer kleinen Runde aus Gastronomen, bei denen ich Gast sein durfte und einfach mal meine Ideen mit reinbringen durfte,
die von sich aus ausgehen, dass die Gastronomie in den nächsten Jahren nicht mal mehr ein Drittel sein wird wie jetzt gerade. Einfach weil du das Personal nicht mehr herbekommst. Genau, Personalprobleme, ne? Das äußert sich dann dadurch, dass die Restaurants vielleicht nur noch 2 Tage in der Woche aufhaben oder irgendwie nur vormittags oder nur abends und so weiter. Also es auch in den Großstädten, das wird sich heftig verändern. Und dann habe ich gesagt, na komm, wir machen mal, pass auf. Hab daraus dann auch gleich Handlungen ableiten können. Wir machen es gibt eine App, die du einfach nutzen kannst. Stell dir vor, du kommst als Gast in dieses Restaurant rein. Du hast am Tisch hast du einen QR-Code, den scannst du. Du landest in einem Webshop. Und in diesem Webshop suchst du dir aus, was du essen willst. Also als wäre das eine Karte. Nur, dass halt in dem Fall noch niemand vorbeigekommen ist, um eine Karte hinzulegen, sondern du machst das einfach über dein Handy. Du bezahlst auch schon sofort über diesen Shop. Und dann kriegt die Küche eine Meldung. Anhand des QR-Codes kann die Küche feststellen, wo das hingehört. Und dann wird das einfach dir gebracht. Das heißt, da sind trotzdem Kellner unterwegs. Die sparen sich aber die Hälfte der Mitarbeiter ein, weil die im Prinzip nur noch servieren und abräumen. Und das ganze Service dazwischen machen sie nicht mehr. Das Faszinierende dabei ist, ich dachte, boah, ich bin ja schon so auch ein Mensch irgendwie, der auf diesen Service steht, wenn er vorhanden ist. Die haben dadurch viel mehr Zeit als sonst und dadurch haben die Bock auf den Service. Ja. Das ist was ich spannend finde, weil ne, wenn du Bock auf einen Service hast, dann ist der auch nicht so geheuchelt, sondern dann meinen die den auch ernst. Feier ich total. Ja. Das ist eine Story, du kannst als Gastronom die Hälfte deiner Mitarbeiter im Prinzip nur brauchen und du hast niemanden mehr, der einfach aufsteht und geht. Geht dann nicht. Das ist immer alles bezahlt. Trinkgeld kannst du darüber auch lösen. Es ist alles einfach gezahlt. Das ist die Erfolgsstory Nummer 1. Übrigens, da kann ich jetzt mal, und ich mache jetzt mal unbezahlte Werbung für den Bürgerladen Kerkini aus Langenfeld und eine alte Bekannte, die Anke, der gehört der Laden. Und die hat das schon vor 2 Jahren gemacht. Allerdings, liebe Anke, habe ich dir ja schon mal gesagt, das Thema, es kann nicht mehr über die App bezahlt werden, ist doof, weil, und jetzt erkläre ich dir auch warum, weil die Kosten für das Payment-System so teuer sind. Also sie sagte zu mir, wir konnten alles, ne? In Corona hat die ja umgestellt. Wir haben diesen QR-Code, wir haben wir können alles, alle Extrawünsche, genauso wie du es gesagt hast. Und wir konnten darüber direkt bezahlen. Was ein geiles Ding. Und jetzt muss immer wieder jemand extra an den Tisch kommen oder ich nach vorne und muss dann bezahlen. Auch gerne per Karte am System. Aber dieses Payment-System dahinter, da kommen wir gleich aber auch nochmal zu. Erinnere mich bitte dran. Das muss wohl so teuer sein, dass es sich dann, dass da Marge gefressen wird bis zum geht nicht mehr. Ich weiß nicht, wie viel sagte, hey Matthias, ich hätte es gerne gehabt, dass wir uns extra arbeiten. Aber jetzt too expensive. Ja. Yes. Also wenn du dir die PayPal-Gebühren und so weiter anschaust und rechnest da noch minimal was obendrauf, das geht auch sehr günstig, weil sonst würde kein Webshop auf dieser Welt funktionieren. Das kann man schon. Ich weiß natürlich nicht, was für ein System die verwendet haben, aber das kriegt man schon so hin, dass das verträglich ist. Also Anke, schön bei Dan Bauer melden, mit dem mal reden und der hilft dir definitiv dabei, ein System zu finden, was kostengünstiger ist und was dir beim Daily Business hilft. Ich vernetze euch. Danke. Nummer 2 Business. Das ist einfach charmant, weil es gar nicht aus dem Wunsch rausgekommen ist, mehr Umsatz zu machen. 70% mehr Umsatz war aber das Ergebnis aus dieser Aktion. War aber gar nicht der Plan, sondern der Plan war, dass man ist ein Unternehmen, das hat mehrere Kunden, also mehr als 100. Und die sagen, sie haben einfach mal Lust, ihren Kunden was Gutes zu tun. Und das ist aber immer so viel Aufwand. Und die wollen auch gerne mal irgendwie eine Grußkarte schenken, wenn hier irgendjemand Geburtstag hat. Das ist halt ein sehr, sehr familiär getriebenes Unternehmen. Und die stehen auch darauf, dass sie Kontakt zu ihren Kunden haben. Aber dieses Community-Management oder ne, das mit den Kunden, das ist einfach wahnsinnig aufwendig. Ja, dann automatisier das doch, weil du hast ein CRM. Also ein Customer Relationship Management System. Und da kannst du einzelne Tags ja feuern lassen. Also wenn jetzt ein Kunde Geburtstag hat, geht automatisch eine Nachricht an den Dienstleister raus und dann schickt der automatisch eine handgeschriebene Karte. Der Bundespräsident setzt sich auch nicht hin und schreibt Karten. Das macht eine Handschreibemaschine logischerweise.
Und da genau gibt's eine Handschreibemaschine. Steht in der Halle, da stehen x Handschreibemaschinen drin und so werden die Briefe formuliert. Du kannst als Bundespräsident, was glaubst du, wie viel Zeit müsstest du da verbringen? Das wäre ja Wahnsinn. Das dachte ich mir eh, die, aber es ist Handschreibemaschinen. Stimmt, ja, dann muss ich ja da schreiben, ja. Das Geile ist halt einfach, wenn einer, also ne, kannst ja ausrechnen, wie wahrscheinlich es ist, dass jeder Tag jemand Geburtstag hat, wenn du 200-300 Kunden hast. Ja, klar. Man müsste jeden Tag so einen Brief schreiben. Das ist ja totaler Quatsch. Und das ist eben automatisiert. Und gleichzeitig gibt's dann, wenn ein Kunde irgendwie was kauft oder wenn der irgendwie den fünften Kauf oder irgendwie, also du kannst ja verschiedene Tags auslösen. Ja. Und dann gibt es immer irgendetwas anderes. Und das ist vollständig automatisiert. Ja. Fand ich wahnsinnig interessant. Und das führt zu Reputation. Aber auch zu Dankbarkeit und Wiederkäufern. Bei den Kunden. Und die haben das jetzt nicht. Das ist ein Familienunternehmen, die denken nicht in Upsells. Das ist ganz klassisches Unternehmen gewesen. Aber dadurch haben die so viel Aufmerksamkeit auch erzeugt, dass die einfach deutlich mehr verkauft haben. Ja, krass. Und das ist einfach schön für die. Die haben einfach ihre Leute glücklicher gemacht und das alles automatisiert, dass da nicht ein Mensch dahinter stehen muss. Und das ist eine super geile Erfolgsstory. Dafür lohnt sich's dann. Genial. Das ist richtig cool, ja. Mhm. Und das ist Digitalisierung, Freunde. Das ist keine Rocket Science. Ich erinnere mich noch damals, habe Systemkaufmann, als bei in der ersten IT-Systemkaufmann-Tranche dabei, 97, als das neu war, das Berufsbild, und habe dann bei Dativ gelernt. Und ich erinnere mich noch an den Tag, als ich zum Leiter des Informationszentrums in Düsseldorf kam und der Herr Ginzel, und er sagte, Herr Buhlmann, was müssen Sie da jetzt installieren? Ja, den Internet Explorer für Intranet. Ne? Dann sagt er, Herr Buhlmann, ganz ehrlich, glauben Sie, dass wir den noch in der Zukunft haben werden? Und ich, wobei ich war besoffen vom Wochenende, naja, Ginzel, da brauchen Sie sich nicht drauf einzuschwören, das geht bald wieder weg. Ja. Ist so immer die lustige Story, wenn ich sage, ja, ich bin schon digitalisierter Typ, aber ganz am Anfang habe ich im dürren Kopf auch gesagt, da wird nichts draus. Ne? Und dann sehen wir mal, was jetzt, ne? Internet Explorer, keine Ahnung, 0.5, und jetzt sind wir mit 4 verschiedenen Browsern und ne, ChatGPT. Was macht eigentlich ChatGPT bei der Digitalisierung? Oh Mann. Was glaubst du? Das ist so geil. Ich kann es dir gar nicht sagen, wie krank ich das finde. Ich habe ein Unternehmen bei mir im Portfolio, die leisten, und die haben 2 neue Produkte jetzt gelauncht. Ich kann das kaum glauben, wie geil die sind. Das eine ist, die haben einen Airbag geschaffen für ein Unternehmen. Und die sagen, mit diesem Airbag können sie Unfälle nicht verhindern, aber wenn du einen hast, dann freust du dich über ein Airbag. Und bei denen geht's um Cybersecurity. Und jetzt ist der Punkt, dass leider ist es so, wir haben jetzt bis heute quasi so viele Cyberangriffe wie im gesamten letzten Jahr. Und leider ist es so, dass jedes Unternehmen, ausnahmslos jedes statistisch, in den nächsten 5 Jahren einmal relevant gehackt wurde. Also was heißt relevant? Was relevant, wie, sodass du nicht weiterarbeiten kannst. Und so, dass du einen ernsthaften Schaden hast. Was? Das Krasse daran ist, du wirst heute, das ist unfassbar, wenn man sich das anschaut, du wirst heute ein paar hundert Mal am Tag schon attackiert. Das merkst du vielleicht Gott sei Dank nicht, weil die nicht durchschlagen. Aber du kennst ganz sicher diese SMS, du hast irgendwo ein Paket verzollen müssen. Und da sollst du noch die habe ich letztens bekommen und gehe auf das Ding und denk so, gibst du gerade meine Kreditkartennummer ein und denk so, warum steht da deutschepost.com? Geh runter und es ist die Original Postseite, und wenn du aber auf irgendeinen Link gehst, 404 ist nichts mehr, und ich so, Alter, jetzt bist du fast gehackt worden. Ja, genau. Wahnsinn. Das Problem ist, wenn du auf sowas klickst, das Hauptproblem ist, dass deine Mitarbeiter irgendwann auf irgendwas klicken. Und die sind wirklich gut geschrieben manchmal. Ich selber habe eine E-Mail von meinem Mitarbeiter bekommen, dass er angeblich seine Bankverbindung geändert hätte. Und ich habe ihn angerufen und habe gesagt, warum er ein ausländisches Konto hat. Dann sagt er, hat er nicht, was ich meine. Also ich habe gerade von einer E-Mail von dir bekommen. Nee, hat er nicht. Sind wir damit zur Polizei gegangen. Das ist nur aufgeflogen, weil es eine ausländische Kontonummer war. Und ich mich gefragt habe, warum denn das? Da stand halt nicht die E bei der IBAN. Dadurch habe ich es gecheckt. Ich wäre voll drauf reingefallen.
Sondern das Problem ist, wenn du irgendwo klickst bei sowas und dann hast eine Ransomware drauf, dann ist es in der Regel so, so habe ich es verstanden, dass die ein halbes Jahr lang warten und dann erst auf den Knopf drücken. Weil nach einem halben Jahr haben sie schon so viel Daten über dich und dein Unternehmen gesammelt, dass die einfach zumachen können. Und wenn die zumachen, bedeutet das für dich, du hast diesen Bildschirm, da steht eine Lösegeldforderung dabei, je nachdem, die wissen ja nach einem halben Jahr, nachdem sie dir zugeschaut haben, wie viel Kohle du machst, entsprechend können die das gut ausrechnen, wie viel du verträgst. Und dann hast du das zurückzuzahlen. Und wenn du das nicht machst, sind deine Unternehmensdaten gelöscht. Und das Problem ist, die können und die machen das wirklich. Und dann ist das gelöscht. Und statistisch gesehen finden so viele Hackerangriffe statt, dass jedes Unternehmen in den nächsten Jahren signifikant gehackt wird. So, jetzt hat diese Firma gebaut diesen Airbag. Und die schaffen über ein Data Warehouse, ich kann das technisch nicht genau erklären, da sind die Profis, die können über ein Data Warehouse, das sie installieren, können sie die Daten vom Unternehmen so abziehen, dass sie eine zweite Instanz bauen. Das heißt, wenn du in deiner Firma gehackt wirst, dauert es 4 Stunden. Und dann kannst du wieder weiterarbeiten. Was glaubst du jetzt, Matthias, wie lange dauert es, wenn du gehackt wurdest, bis der erste Mitarbeiter wieder arbeiten kann, wenn du diesen Airbag nicht hast? Ich erzähle dir mal eine ganz kleine Geschichte, und zwar habe ich damals meine ABAP-Ausbildung gemacht bei Alpha-Training. Alpha-Training, jetzt wisst ihr Bescheid. Und dann kam, ich war bei Google, und dann kam irgendeine Seite, und die klang schon komisch, aber ich so, ich drück mal drauf, da war das Ding durch, dann rufe ich den ITler, der so, na, haben wir das eingegeben, was in der Bild gerade steht, was alle sich angucken wollen? Und ich so, ich weiß nicht, ich habe nichts gemacht. Das Ding lief nicht mehr, es musste komplett neu gemacht werden. Ich kenne ein Beispiel aus Amerika, das war ein Riesenfall vor ein paar Monaten. Die haben 2 Monate nicht gearbeitet, die haben lassen es sich erpressen. Die haben die nicht zurückbekommen. Ja. Ey, das ist so, als wenn du alle deine Menschen nimmst, die einsperrst. 2 Monate, ja. Was glaubst du, was ist der Schnitt, wie lange, bis der erste Mitarbeiter wieder arbeiten kann? Ja, erstmal muss es freigegeben werden und dann muss es ja erstmal entseucht werden und Co. Keine Ahnung, allein so schon wahrscheinlich mindestens einen Monat, mindestens. Ja, es sind durchschnittlich 2 Wochen. Das heißt, wenn du diesen Bildschirm vor dir hast im Unternehmen und um mich rum sind viele Unternehmen, denen es genau so passiert ist, dann kannst du zu deiner Belegschaft sagen, herzlichen Glückwunsch, ihr habt ab jetzt 2 Wochen Urlaub. Weil die können nichts tun, gar nichts. Deine gesamte Firma steht einfach still. Und das Krasse daran ist, wenn du mit diesem Airbag nach 4 Stunden wieder weiterarbeiten kannst, ist der Hackerangriff nicht vorbei. Aber du kannst deine Firma weiter bedienen. Und das ist ein Punkt. Das Witzige, das ist sehr nicht witzig, aber das Interessante, was ich gehört habe, ist, wenn man eine Cyberversicherung hat, dann dauert es noch viel länger. Weil wenn man eine Cyberversicherung hat, gilt es dann quasi als Tatort und dann werden Forensiker geschickt und die schauen dann erstmal, wie schaut's denn eigentlich aus? Und das kann unter Umständen sehr viel länger dauern als 2 Wochen. Ja klar, du kriegst die Kohle dann wahrscheinlich zurück, aber rechne dir mal aus, was das alleine nur, nicht die Betriebskosten. Nee, wenn die Kunden weg sind, die Kunden, die weg sind, kriegst du ja nicht mehr. Wenn du in einem volatilen Markt bist, ja, wo du Pressure hast, ne, Dropshipping oder so, keine Ahnung, dann gehen die woanders hin. Das sind die Opportunitätskosten, genau. Opportunitätskosten, was kostet es, etwas nicht zu machen? Alter, das kostet. Das ist das erste Produkt, das sie gemacht haben. Und ich habe mir gedacht, das ist einfach, ich will es haben. Einfach, ich will einen Airbag haben. Ich finde das sau sinnvoll. Nummer 2, und jetzt kommen wir zu GPT. Die sind super Ultra-Premium-Partner von Microsoft. Ich kenne mich da zu wenig aus, um zu wissen, was für eine Art von Partnerschaft. Aber die dürfen den Copilot nutzen und installieren. Der Copilot ist so abgefahren. Du bist in deinem Teams drinnen und stellst als Geschäftsführer die Frage, wie viel Umsatz habe ich in den letzten 3 Monaten gemacht? Ja. Das ist noch nicht spannend. Das kriegst du mit einer BWA auch raus. Ja. Aber du fragst Teams danach, du hast dann ein Ergebnis bekommen, steht da 10 Millionen. Und dann fragst du Teams, woran liegt das denn, dass ich 17% im letzten Quartal mehr verdient habe? Und dann kriegst du eine valide Antwort, weil das die ganzen Daten zusammenfasst aus deinem Unternehmen, plus Wetterdaten, plus Marktdaten, plus Konsumerdaten, plus Entwicklung. Und dann kann der dir sagen, na übrigens, war schönes Wetter und deswegen hast du mehr Eis verkauft. Kann der dir einfach sagen, das ist, wie geil ist es bitte, wenn du als Geschäftsführer nachfragen kannst, woran liegt es denn exakt, dass ich mehr Umsatz gemacht habe?
weil dann kannst du das einfach steuern. Krass, das ist geil. Das ist, also ich habe gehört, dass du, wenn du in Teams, wenn du die nicht die Version, die ich jetzt habe, aber Premium hast, dass du dann irgendwie auch Transkription, also nicht nur Transkription, sondern irgendwie Fragen bei und also all solche crazy Dinge, weil Microsoft hat sie ja bei ChatGPT eingekauft, deswegen ist Google ja auf 180. Ja, ich bin mal sehr gespannt, wie sich das Ganze auch weiterentwickelt. Übrigens zu deinem gerade genannten Case, dass du ja da nicht arbeiten kannst, da kommt noch was anderes dazu. Wenn jemand anders dich dicht gemacht hat, ist der auf deinen Rechnern gewesen. Also kannst du direkt bei den Datenschutzbeauftragten der Landesbehörde anrufen. Ja. Und ab dem Zeitpunkt kannst du schon mal 4% des gesamten Jahresumsatzes, gegebenenfalls, wenn du zu doof warst, die Datenschutzrichtlinie einzuladen. Also da kommt dann auch noch ein Audit. So. Und das ist ja... Ja, ja. Das ist dann keine Spaßveranstaltung. Informier mal deine Kunden. Du musst alle Kunden informieren. Du musst... Ja. Kannst du nicht, wenn du nicht drauf kannst. In so einer Klinik, Herr Bauer mit dem Furunkel, am Hintern. Nicht nur der Datenschutz, sondern informier die mal, dass gerade hier nichts passiert. Ist eine Vollkatastrophe. Jetzt machen wir, du bist ja einer der Mentoren im Fortschrittscenter Mittelstand, da entwickeln wir demnächst dann genau für solche Fälle Notfallpläne, Notfallhandbücher, die schlägst du auf, da steht drin, du tust jetzt als erstes das, als zweites das, als drittes das. Da steht genau drin, was du jetzt in dieser Situation zu tun hast. Unfassbar. Unfassbar. Und dann heulen einige rum, weil sie noch keine App für ihr Produkt haben. Und was ich übrigens mitbekommen habe, wo kommen die meisten Hackerangriffe her? Aus dem Iran. Wusste ich aber auch nicht. Ich dachte so Russland oder China. Nee, Iran. Warum auch immer? Der Iran hat die meisten Hackerangriffe. Und das Geile ist, wir waren ja vorhin beim Thema, es muss von oben runtergegeben werden. Ich habe damals das von dem, wie heißt der, Thelen ist das, glaube ich, ne? Zehnfach DNA mir angehört als Audiobook. Und ich war extrem schockiert. Also ich bin nicht mehr up to date bei der Digitalisierung. Also bei manchen Dingen schon. Ne? ChatGPT hat mir frühzeitig angeguckt, aber ich dachte mir so, na, hörst du dir das mal an, du musst ja ein bisschen up to date sein, und dachte mir, okay, in China bauen die für 3 Milliarden Euro irgendwelche Inkubatoren, die wahrscheinlich in den nächsten 5 Jahren komplett leer bleiben, aber sie wissen, dass in den nächsten 5 Jahren krass in den Markt was geht, damit die Leute sofort anfangen zu können, haben die jetzt schon das am heutigen Tage beste Hightech-Material dort stehen, die brauchen nur rein anfangen zu arbeiten. Und ich meine, Datenschutz, Datensicherheit ist in China ja gilt nur für nach außen abschotten, nach innen haben die ja nicht so das Problem. Und ich glaube, das ist auch etwas, warum China uns in dieser Digitalisierung voraus sein kann, weil die das von oben einfach vernetzen. Die haben ja dieses Social Credit System schon. Mag man darüber denken, wie man will. Du hilfst einer alten Frau nicht über die verdammte Straße, zack, schon wieder Minuspunkte. Und du hilfst ihr dabei, zack, Pluspunkte. Das musst du dir aber vor. Das ist Digitalisierung in einem ganz krassen Umfeld. Was glaubst du, aber ist dann überhaupt China eine Gefahr, weil die ja schon sehr abgeschottet sind? Ja, wir fangen ja jetzt auch an, die ganzen chinesischen Router rauszuschmeißen, wobei das dauert 3 Jahre, habe ich jetzt gehört. Jetzt haben sie auch mal gerafft, da können die uns ja ausspionieren, ach. Ja, ach. Ich kann das nicht ernsthaft beurteilen, aber was ich beurteilen kann, ist, dass die Deutschen einfach zu gerne zu ängstlich sind. Und das ist ein erhebliches Problem, Datenschutz. Ja. Ich bin ein Mensch, der sehr, sehr, sehr drauf steht, einfach heuchelfrei zu leben, weil ich einfach Heuchelei nicht ab kann. Und das ist, ich glaube, ein sehr logischer Mensch zu sein. Und wenn ich mir überlege, dass der Datenschutz so aufrecht gehalten werden soll, wie der jetzt gerade aufrecht gehalten werden wird, dann verstehe ich nicht ernsthaft, warum. Ich gebe dir ein Beispiel. Oder wozu? Ich sage immer, wozu? Wozu? Ja. Es gibt zu Corona eine Schule, die einen eigenen Server im Keller betreibt. Sag ich, Respekt. Wer ist denn bei euch in der Lage, einen Server zu betreiben? Ja, die Mathelehrerin. Sag ich, cool, warum kann die das? Sagt der Rektor, ja, die kann Webseiten bauen. Sag ich, das ist beeindruckend als Mathelehrerin, aber ich kann ein Pferd oder ein Auto beides als Fortbewegungsmittel nutzen, aber daran rumschrauben ist eine echt andere Nummer. Ja. Was hat denn das damit zu tun, dass die, weil sie Mathelehrerin ist und Webseiten bauen kann, warum kann die deswegen einen Server bedienen? Darauf kriege ich dann keine Antwort. Okay, ist kein Problem, pass auf. Whitehead. Jetzt kommt der. Jetzt pass auf. Dann sage ich, wer ist denn der Administrator von dem Ding und wer hat denn die ganzen Zugänge? Ja, alle Lehrer. Dann sage ich, also jeder Lehrer ist Admin.
Dann sagt er, nee, es gibt einen Administrator und jeder Lehrer hat den Zugang zu diesem Administrator. Dann sage ich, es gibt ein Passwort. Und dieses Passwort hat die gesamte Lehrerschaft. Ja, ja, schon. Heißt das Gottlehrer oder nur Gott? Ach, super, das ist ja total schlau. Das heißt, zu dem Zeitpunkt wissen wir beide schon, nee, Alter, lass es, weil druckt nicht. Jetzt kommt aber die echt entscheidende Frage. Wie viel deiner Kinder haben TikTok auf dem Handy? Und dann sagt er, ja, alle. Dann sage ich, ja, exakt. Damit haben sie ihre eigene Möglichkeit an Datenschutz bereits selbst verwirkt. Was willst du denn jetzt schützen? Die Noten oder was ist denn jetzt das Gut, das da zu schützen ist? Ich verstehe es nicht. Ja. Ich kann mir keiner plausibel erklären, was soll der Quatsch? Ja. Oder auch Strafverfolgung 2015, dass halt Menschen straffällig geworden sind aus dem Ausland und die Behörden sich nicht abgedatet haben. Ja. Meine Verlobte und ich wollen heiraten. Dann sind wir, geile Story, dann haben wir angerufen, oder sie hat zumindest angerufen bei der hier in Solingen, bei der Behörde, haben die gesagt, ja, wir brauchen, keine Ahnung, wir brauchen die Original Geburtsurkunde von beiden, dann sie ist Siedlerkind mit 4, dann brauchst du noch irgendwie den Einwanderungsbescheid. Ich habe keine Ahnung. Gott und die Welt braucht die. Sie ist so, ja gut, sollen die sich aus dem System ziehen? Nein, ich musste jetzt in Langenfeld mein Eheregister anfordern. Ja, das konnte ich übrigens über die Website mit sofort bezahlen. War eine Sache von 2 Minuten, statt Langenfeld, beste. In Wittlich hatte ich ja noch von meiner ehemaligen Ehe, ne, hatte ich noch eine E-Mail-Adresse, habe die angeschrieben und die haben mir gesagt, nee, kostet 13 Euro, aber kannst dann die gleiche Adresse schicken. Zack, und das Ding war bei mir. Ich frage mich, die haben doch jetzt mal ohne Spaß, wenn ich heute eine Geiselnahme hier mache, dann drückt doch von der GSG 9 jemand auf den Knopf und hat alle Daten über mich oder nicht. Wenn ich mir das System angucke, dann eher nicht, dann haben wir ein Problem. Jetzt mal ohne Spaß. Ich musste dem deutschen Staat nachweisen, ich habe ja einen Personalausweis, dass ich mit Geburtsurkunde, Eheregister, ne, damit sie nicht Doppeltehen haben, verständlich, aber das kann ich doch abrufen. Da habe ich doch ein System in Deutschland. Ich habe gedacht, ich werde nicht mehr. Jetzt hat ein Kollege von mir gesagt, der hatte einen Bekannten, der das gleiche Problem hatte. Und da ist die Frau aus Gambia. Und dann hat die Beamtin gesagt, ganz ehrlich, Gambia, da müssen sie die ganzen Unterlagen dokumentieren. Das dauert mindestens ein Jahr. Aber ich habe Ihnen jetzt mal einen Tipp nicht gegeben. Gehen Sie mal nach Dänemark, heiraten da, ich erkenne Ihnen das an. Sind die am Wochenende hoch, haben geheiratet, hat ein bisschen mehr gekostet als hier, hat sie ja anerkennen lassen. Ja, jetzt mal ohne Spaß, was ist denn das für eine europäische Regelung? Ja, ist so. Ey, also jetzt mal, wollen wir uns eigentlich gegenseitig verarschen? Schau mal, mach den mal einfacher. Ich kann ja nichts weniger leiden, als wenn ich mich hinsetze und bei irgendeiner Hotelbuchungsplattform meine Daten einzugeben. Ich gebe meine Daten ein, wenn ich ein Hotel reserviere. Das ist okay für mich. Dass ich dann am Hotel ankomme und den gleichen Scheiß nochmal machen muss auf einem Blatt Papier. Ich kann dir nicht sagen, wie ich bin bei Marriott seit 10 Jahren Kunde, mein Freund. Ich muss das immer noch machen. Ich habe keine Lust, da rumzustehen. Ich stehe dann jedes Mal 10 Minuten an diesem Counter rum. Will ich einfach nicht. Nee. So, jetzt habe ich da mal nachgefragt, so Freunde, ich gebe das doch vorher an. Warum habt ihr denn meine Daten nicht einfach vor Ort? Ja, dürfen wir ja nicht. Sag ich, warum denn nicht? Ja, dürfen die von der Plattform, wo ich das reserviert habe, ja nicht empfangen. Sag ich wünsche mir, dass ihr diese Daten empfangt. Und dann ist der Datenschutz nicht für mich da, um meine Daten zu schützen, weil ich will, dass die weitergegeben werden. Ja. Dann regelt das doch. Es muss doch eine Möglichkeit dafür geben. Und jetzt geht's noch einfacher. Ich bin seit Jahren Marriott-Kunde. Marriott Beste, sehr zufrieden. Und Moxie Hotels kennst du ja, ne? Die holen sich nicht regelmäßig Updates. Die sind ja auch, gehören auch zur Marriott-Gruppe. Jetzt passiert Folgendes. Ich mache online, in der App buche ich. Ich muss den gleichen Vorgang vor Ort jedes Mal machen. Ob ich in einem Westin bin, 5 Sterne in Dubai, sonst wo, oder irgendwo auf der Welt. Ich muss das jedes Mal wieder machen. Und das Geilste ist, die haben irgendwo noch alte Daten von mir und ziehen die im Gegensatz zu denen, die ich neu eingegeben habe, die seit 5 Jahren da drin sind. Da denke ich mir so, Freunde, Und ich bin so, ich finde, genauso wie du, wir sollten mal heuchelfrei sein und ganz ehrlich, bevor
irgendjemand mir gratuliert hat zu meinen Kindern, habe ich schon eine Steuer-ID von meinem Finanzamt bekommen und ich muss trotzdem irgendwelche Steuernummern von Steueramt zu Steueramt. Ich verstehe es nicht. Warum können wir das nicht einfach machen? Ja, warum? Ich bin jetzt auf dem OMR-Festival und habe jetzt die Masterclass gebucht. Da bin ich zugelassen worden, habe ich heute erfahren, und zwar Estonia, wie ich einfach da mal eben schnell eine Firma gründe, weil das interessiert mich einfach. Das will ich mal wissen, was ich da wie machen muss. Und es geht doch auch in Europa. Dann fehlen, nochmal, das Problem ist, dann haben wir 50% Beamten weniger. Das ist das Problem. Aber ganz ehrlich, dann werden die halt zu Lehrern umgeschult und zu Pflegekräften. Die sind dann halt weniger. Das ist ja genau das Problem. Ja. Wir haben sie so und so weniger. 7 Millionen Menschen weniger in 10 Jahren. Sie fehlen uns sowieso. Ja. Und ich frage mich jedes Mal, also wenn irgendeine Politikerin diesen Podcast hört, wozu soll das Verhalten, was wir gerade an den Tag legen, wozu soll das helfen? Was soll uns das hinzufügen? Die Frage, die wir uns stellen. Ich bin ja okay mit dem Verhalten, aber dann muss ich das bringen, glaube ich. Nee, genau deswegen haben wir die Mission Top 5 gegründet. Wir sind auf dem letzten Platz in der Digitalisierung in Europa. Gut, es gibt auch, komm, du kannst auch... Vorletzte habe ich gelesen, vorletzte. Ja, pass auf, du kannst, ja, der druckt nicht, weil Vorletzter ist in Europa, also nicht in der Europäischen Union, da sind wir Letzter, sondern in Europa, da sind wir Vorletzter. Weil der letzte ist Albanien. Und herzlichen Glückwunsch, wir sind einen Platz vor Albanien in dieser Studie. Aber du kannst auch die andere Studie zitieren, die das Mindset nicht mit betrachtet, dann sind wir Platz 13. Herzlichen Glückwunsch. Nein, Moment, hässlichen Glückwunsch. Platz 13 ist auch uncool für Deutschland, das geht nicht. Deswegen habe ich gesagt, ich gründe eine NGO. Wir kümmern uns darum, dass dieses Problem jetzt gelöst wird. Heißt Mission Top 5, weil überraschenderweise ich will, dass Deutschland unter die Top 5 kommt. Auf welchem Platz unter den Top 5 ist mir erstmal egal, Hauptsache unter die Top 5. Und da sammeln sich gerade so viele geile Leute darum, die auch sagen, hey, ich hab's einfach satt, wie das in Deutschland abläuft mit der Digitalisierung. Ich will meinen kleinen Teil dazu beitragen, weil jeder kleine Teil führt zu einem großen Teil und dann haben wir alle Spaß. Ja. Ich glaube, die Corona-App hat auch uns allen gezeigt, was der Staat vor allen Dingen nicht kann. Ne? Es gab ja so eine andere App, wo man sich einloggen konnte und Sachen hinterlegen konnte. Die hat ein paar Euro 50 gekostet. Die hat super viel Geld, haben die damit gemacht. War nur nicht datenschutzkonform. Ich denke mir, ey Leute, es geht hier gerade um Leben und Tod. Datenschutz ist mir so völlig Latte. Ja, also to be honest. Das ist genau der Punkt. So, was ist bitte nicht datenschutzkonform? Weil die Datenschutz... so wie ich den wahrnehme, kannst du nicht wirklich 100% compliant sein. Es geht gar nicht. Wie viele Webseiten feuern Cookies, bevor ich den Banner akzeptiert habe? Ja. Und dann heucheln wir uns alle gegenseitig in die Tasche und sagen, es ist eine Heuchelei. Ein Scheiß ist dir wichtig, weil du verstehst ihn nicht mal. Genau. So, ich habe da einfach keine Lust mehr drauf und sage, komm, wenn das Kriterium ist und bitte jeder Datenschutzbeauftragte, bitte jeder, findet Fehler und hat etwas dagegen, weil sonst kann der seinen Job nicht. Das ist nur die Frage, warum muss der Gatekeeper sein? Warum muss der entscheiden dürfen? Da machen wir das nicht. Das ist doch Quatsch. Ja. Also ich finde es, ich komme ja auch im agilen Umfeld, haben wir viel mit Assessments zu tun. Ich bin großer Freund davon, dass wir das wirklich anonym machen und nicht auf Menschen zurückführen lassen. Und da gibt es gute Tools für. Ja, aber dann liegen die Daten in Amerika. Und dann frage ich mich, ja, mit was arbeitet ihr bei der Behörde? Ja, mit Teams. Aber die Server sind in Deutschland. Da habe ich gesagt, ich bin ja von FBI, ehemaligen FBI-Leuten ausgebildet worden im Verhandeln. Und habe die mal gefragt, das ist mal ohne Spaß, wenn ihr die Daten haben wollt, wir kriegen die. Egal, ob die in Frankfurt oder in Ohio liegen. Ja, das ist eine amerikanische Tochterfirma. So, da haben wir zu jedem Zeitpunkt, wenn wir also den Datenschutz jetzt mal wirklich ganz strikt durchführen wollen, dann gibt es nirgendwo in keiner Firma mehr Teams. Also Microsoft ist komplett raus. Ja, vielleicht Offline-Produkte, aber dann haben sie für kein Mail, ne? Oder Google ist auch raus, weil die alle amerikanische Firmen sind. Es gibt keine originäre, vom Mutterkonzern losgelöste Firma. Das müssten sie nämlich haben. Sie müssten eine Firma haben in Europa. Nur wie regle ich das mit den Updates, die aus Amerika kommen? Dann habe ich ja wieder irgendeine Verbindung. Und somit bin ich wieder nicht datenschutzkonform. Also wir können gar nicht 100% datenschutzkonform sein. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich würde alles dafür geben, dass ich an meinem
an meinem 0. Geburtstag direkt eine Gesundheitskarte bekommen hätte oder eine persönliche Karte, wo die Steuernummer drauf ist, wo alle meine Daten drauf sind und wo irgendwo zentral, ja, da können auch Hacker rein. Das müssen halt Expertinnen dann einrichten, das Ding, ne? Wie die Cybersecurity-Firma, whatever, wo alle meine Daten liegen, ganz ehrlich. Ja, ich will wissen, ob ich vor 20 Jahren auf bestimmte Medikamente allergisch geriet. Das weiß selbst ich nicht mehr. Die Ärzte gibt es gar nicht mehr. Ja. Und wenn mir dann jemand in der OP so ein Ding gibt, dann verrecke ich, weil wir einen Datenschutz haben. Vielen Dank, das war das Leben. Kannst du dich das letzte Mal erinnern, als jemand zu dir gesagt hat, du musst deinen Ausweis als Pfand hinterlegen oder jemand deinen Ausweis kopiert hat? Kannst du dich erinnern? Ja, absolut. Das passiert ja nicht selten. Das ist dein wichtigstes Dokument, das du besitzt, der Ausweis. Ja. Den gibst du nicht weder aus der Hand, noch darf den jemand kopieren. Es ist verboten, den zu kopieren. Wenn das doch verboten ist, dann steht das ja in einem Gesetz drin. Ja. Machen trotzdem alle, weil keiner dieses Gesetz kennt. Ja, cool. Ja. Ist es dann erlaubt oder nicht? Nein, ist es nicht. Trotzdem machen es alle, weil alle drauf scheißen. Ja. Dann musst du dich aber mit einer Bank rechtfertigen oder musst dich mit einem Billo Fitnessstudio, weil du dein Auto da unten irgendwie parken willst, musst ja oder deine Handtücher mitnehmen willst, ja, brauchst du einen Ausweis oder einen Führerschein. Nee, brauche ich nicht. Das ist einfach mein wichtigstes Dokument und du darfst es nicht mal annehmen. Ja, das ist schon wie Gott, oder? Das ist schon, und das ist halt das Traurige, aber zu, also ich finde es auch geil, wenn wir mal einfach mal drauf, ich mag das ja und vielleicht schalten jetzt auch einige ab, ja, aber dazu sind die Fachgespräche da und ich finde, wir müssen uns definitiv über das Thema Digitalisierung mal unterhalten, weil das Ding wird in den nächsten Jahren, es werden zu wenig Kinder geboren und wir kriegen einfach aktuell nicht genügend qualifizierte Migration, ja, und jetzt schreien die Ersten wieder Rassismus, wir haben noch genügend Migranten, sage ich, ja, aus Syrien, aus Ukraine, aber es sind ja alles nicht Fachkräfte, das sind Menschen, die unsere Hilfe bedürfen, damit sie ja keine Angst haben müssen, von Bomben getroffen zu werden. Und da sind sicherlich Menschen dabei, die wir weiterqualifizieren können, da sind aber auch Menschen dabei, die das eben nicht sind. So, und wir müssen nach außen, müssen wir attraktiv sein für Zuwanderung. Und die meisten sagen, also gehe ich lieber nach Amerika, die sind da ein bisschen stranger mit ihrem ganzen 9-11, da müssen wir aufpassen, alles gut, aber die sind viel fitter und da sind wir schneller drin und da ist auch nicht so viel Rassismus dann los. Den haben wir nämlich immer noch in Deutschland. Ne? Wenn dann eine Person, die ein bisschen asiatisch, an Corona wurden die bespuckt auf der Straße. Da haben die keine Lust drauf, die Leute. Ja, wir sind nicht einwandererfreundlich. Punkt. Das merken die dann schon relativ schnell. Ich finde, ich kenne ja einen, der ist Türke und der kommt auch aus der Türkei. Und der ist so ein Rassist, das kannst du dir nicht vorstellen. Der hatet über Leute, die ins Land kommen. Ja, das ist alles, also muss ich gar nicht aufmachen, das Fass. Ja. Was ich total witzig finde, weil wenn er doch Türke ist, wie schaut's denn dann aus? Er hat doch erstmal die gleiche Situation. Aber wollen wir gar nicht aufmachen, das Fass, weil ich bin prinzipiell dafür, dass Leute reinkommen, weil diese 7 Millionen ist eine Nettozahl. Da sind die in den Arbeitsmarkt schon reinkommen, mit eingerechnet und trotzdem fehlen 7 Millionen. Also da können wir gar nicht genug nachkommen, dass wir hier klarkommen. Und deswegen müssen wir was verändern. Insbesondere müssen wir aber verändern, dass Geschäfte überhaupt noch geführt werden können. Und das ist ein erhebliches Problem, weil es wird immer noch komplexer. Geschäftsführung kannst du heute nicht mehr können. Du kannst nur gut genug darin vorankommen, aber du kannst es nicht ernsthaft können. Und da müssen wir ansetzen, weil es wird immer noch komplexer. Was muss denn so ein Geschäftsführer kommen? Jetzt das schweifen wir mal komplett ab, aber das ist doch sehr sympathisch. Also auch meine ganzen Cs sagen ja immer, ja, ich muss ja alles können. Ich sage mal, nee, du musst halt nicht alles können. Aber was muss denn, jetzt greifen wir ein bisschen auf deinen Artikel in dem Springer-Gabler-Buch vor. Ja. Was muss denn eine Geschäftsführerin heute wirklich können? Die wollen ja immer alles können, aber das ist jetzt mal von außen. Ich geb dir mal zwei verschiedene Kriterien. Also einmal die Dinge, auf die man sich jetzt einstellen muss, die man auf dem Schirm haben muss, auf die man reagieren muss. Was bedeutet, man muss sie verstanden haben. Also mindestens so viel Wissen in den Themen haben, dass man selbst entscheiden kann, wie entscheidet man in seinem Unternehmen. Dafür braucht man gewisse Kenntnisse. Das sind einmal die Digitalisierung, der Personalmangel, der Ressourcenmangel, die Volatilität. Plötzlich hast du mehr Stromkosten oder mehr Ressourcenkosten und so weiter. Oder plötzlich laufen dir irgendwelche Leute weg. Du hast die Cybersecurity,
Du hast die Dekarbonisierung, die jetzt auf dem Tisch steht. Du hast New Work, plötzlich ändert sich die ganze Arbeitswelt. Du hast sowas wie Corona, Banken und irgendwelche anderen Krisen, auf die du schnell Generation reagierst. Z, die komplett anders ticken, heute im Seminar wieder gehabt. Die ticken, und die wir wollen auch gerade, Gas geben. Aber, exakt, ja. Wir waren es gerade und hatten es bei Compliance. Das sind die aus meiner Sicht großen Punkte, die musst du bedienen können. Jetzt kommt aber das Fachliche, was ein Geschäftsführer können muss. Ich fange mal von vorne an. Ne? Ich nenne mal nur so die wichtigsten. Okay, da sind wir bei strategischer Führung. Also wie richtest du dein Unternehmen aus? Finanzmanagement, Personalmanagement, Operations Management, Projektmanagement, Marketing und Vertrieb, rechtliche Angelegenheiten, Kundenbeziehungen und Kundenbetreuung, dann Unternehmensentwicklung im Allgemeinen, Risikomanagement, IT-Management, Supply Chain Management, Kommunikation und PR, Qualitätsmanagement. Doch keiner Bock mehr, hat da Werten da noch Bock drauf? So, Nachhaltigkeitsmanagement, ja? Produktentwicklung, Vertragsmanagement, Überwachung und Kontrollen von Geschäftsprozessen, Innovationsmanagement, Talententwicklung. Du sollst übrigens noch Führungsqualitäten entwickeln können und herzlichen Glückwunsch, wenn du dafür auch noch Zeit hast. Musst noch Verhandlungsgeschick beherrschen, weil sonst funktioniert das nicht in Verhandlungen. Musst auch noch visionär sein und musst übrigens Teamfähigkeit mitbringen, weil Wasserfall ist heute nicht. Und dann musst du auch noch deine ganzen persönlichen Probleme irgendwie in den Griff bekommen, weil wenn du dich mit deiner Partnerin oder deinem Partner streitest und bringst das ins Unternehmen, geht das ja heute nicht mehr. Plus, du hast Tagesgeschäft. Und du hast Cybersecurity auch noch. Wenn nur mal so angerissen. Das sollst du alles... Pass auf, das Problem ist, du sollst das alles können. Es geht nicht. Du kannst das nicht können, weil jeder einzelne Punkt, den ich aufgezählt habe, in sich ja komplex ist. Nehmen wir mein Kerngebiet ist strategische Führung. Die Frage, wo ist dein Unternehmen in den nächsten 5 und den nächsten 10 Jahren und wie ist es da möglichst solide? Das ist eine Frage, da brauchst du Kreativität für. Für Kreativität brauchst du Freiraum. Freiraum hast du nicht im Tagesgeschäft, wenn du zu 150% ballerst. Das ist kompliziert. Du musst aber Entscheidungen treffen, weil logischerweise, wenn ein Schiff keinen Captain hat, der dieses Schiff irgendwo hinlenkt, dann weiß ich nicht, wie geil das ist. Aber dieses Schiff fährt, ob da ein Captain drauf ist oder nicht. Und deswegen muss das unbedingt bedient werden. Dann brauchst du jemanden von da draußen, einen Sparringspartner, der dir einfach da Unterstützung gibt. Das ist völlig logisch heute. Ja, genau. Absolut, ja. Und bei Projektmanagement kann ich sagen, bei Agile ist das sogar so, dass wir das Leadership brauchen, aber nicht regelmäßig. Also ja, die sollen da, ja, schon, aber da entlasten wir die ja dann halt auch ein bisschen. Aber das ist eben auch das, womit sie... Ich will nicht sagen, dass jeder Agilität braucht. Ich glaube aber, dass wir überall ein paar agile Elemente brauchen. Ob es jetzt ein Daily ist, ob es mal ein vernünftiges Kanban ist, ne, zur Visualisierung der Arbeitsprozesse, um leaner zu werden, um besser zu werden. Und ne, das sowas. Und vor allen Dingen, das ist halt wie bei dir, agile Transformation und dann buche ich mir irgendwelche Deppen rein. Und dann passiert genau das Gleiche. Und ich sehe Wasserfallfirmen, die super Wasserfall funktionieren, die sagen, ja, wir müssen jetzt schneller werden. Ja, dann lass uns doch mal einen Kanban machen und gucken, wo ihr langsam seid. Nee, wir machen eine agile Transformation, dann machen wir safe. Ja, ich mache damit viel Geld und ich habe da auch erfolgreiche Kunden. Nur viele von den Kunden, die ich auch ablehne, die können es nicht sein. Ich habe damals bei Accenture, wo ich ja 7 Jahre war, wir haben eine eigene Abteilung als Pioniere gegründet zum Thema SAP-Projekte und Agilität oder skalierte Agilität. Und dann hatte ich von einem großen DAX-Konzern, die haben angerufen und haben gesagt, hey, wir haben ja, wir würden gerne mal agil prüfen. Ich habe 2 Projekte bei euch gemacht. Eins hätte man komplett wegschmeißen können. Habe ich von Anfang an gesagt, die wollten es, die sind gescheitert und zwar mit mehreren Millionen Euro plus die Leute sind in andere Firmen gegangen. Und auf der anderen Seite noch ein Projekt, das war super erfolgreich. Lass uns mal einen Tag verbringen. Und dann haben wir einen Tag verbracht. Ich habe das vorher schon geframed, habe gesagt, Leute, wenn ihr heute Abend sagt, agil ist das Geilste, super. Wenn ihr sagt, es ist nicht das Geilste, ist auch super. Ich nehme euch das nicht persönlich. Es geht ja für euch, einen Weg zu finden. Dann kamen die abends, haben mich umarmt und gesagt, das ist das Geilste, eines der geilsten Trainings überhaupt. Aber ganz ehrlich, nee, Agilität ist wirklich nichts für uns, weil unser Leadership das gar nicht mitmachen würde wollen. Mhm. Die leisten das nicht. Sag ich, ja, dann bleibt besser so, wie ihr seid. Ansonsten zerschießt ihr euch das System. Ihr werdet langsamer als bei der Agilität sein. Ihr werdet aber immer noch schneller sein und erfolgreicher sein, weil Agilität wird euch an den Rand des Wahnsinns bringen. Ja. Das ist unfassbar. Absolut. Ich hatte letztens ein Gespräch mit einem Unternehmen, die wollten eigentlich eine Vertriebsschulung haben, um ihren Vertrieb besser zu machen. Ich wusste nicht, warum die zu mir kommen, weil ich bin kein Vertriebscoach.
Aber ich habe einfach Fragen gestellt. Das ist das, was ich eigentlich so auch mache. Wenn ich als Wingman in irgendwelchen Unternehmen bin, dann stelle ich einfach Fragen. Ja. Und ich kann die Geschäftsleitung dann reflektieren und habe dann einfach mit denen Fragen gestellt und rausgefunden, ach so, nee, die wollen gar nicht ihren Vertrieb optimieren, weil dann holen sie 5-10% raus. Eigentlich wollen sie Next Level und sie wollen ernsthaft wachsen. Habe ich gesagt, cool, das klappt aber nicht mit einer Vertriebsschulung. Sondern dann musst du ein bisschen was im Prozess umstellen. Ja. Und wenn du das dann machst, steigerst du erheblich die Produktivität und so willst du vorankommen. Genau. Und das haben die gemacht. Genau. Das ist einfach cool. Eine andere Frage gestellt. Nicht das liefern, was gefordert wird, sondern einfach nur mal nachfragen, brauchst du das denn wirklich? So, ich verstehe, es ist saukomplex, brauchst du es denn wirklich? Ja, wozu ist es, ich sage ja auch mal, wenn ich auf so Projekte komme, frage ich als erstes, okay, ihr habt agil gewählt, safe, finde ich gut, krieg gutes Geld dafür, wozu soll es denn hilfreich sein? Und ich habe 1 Milliarde Projekte gesehen, wo ich nach 6 Wochen gesagt habe, bitte fasst mich hier aus. Ich war damals ganz frisch Freiberufler, noch mit Schulden aus der alten Ehe, damit meine Ex-Frau mit null anfangen konnte. Ich habe 35.000 Euro im Monat verdient, ich habe nach 3 Monaten da aufgehört. Ja, das war schon mal mutig, aber das gilt für mich als Berater. Ich habe eine Beraterehre. Ich will, wenn ich reinkomme, sage ich immer, ich komme, um zu gehen und ich mache mich hier nutzlos. Das ist mein Job. In meinem letzten Job hätte ich auch noch sein können, habe aber gesehen, dass da jemand aus einem anderen Team super bei uns reinpassen würde. Ja, am Ende des Tages haben sie nach meinem Vertrag gesagt, ja, eigentlich hätten wir dich ja verlängert, aber du hast ja den anderen nachgezogen. Sorry, sage ich, nee, nix sorry. Ja, natürlich ärgert mich das fürs Geld, aber das ist doch mein Job. Das ist einer der Gründe, warum ich dich als Mentor für das Fortschrittscenter Mittelstand vorgeschlagen habe. Weil du einfach Werte hast und andere Leute nach vorne bringen willst. Ja. Das ist genau einer der Gründe. Ich möchte gerne mehr mit solchen Menschen zusammenarbeiten, weil ich sage, es gibt diese eine Welt, die rein in dem Haben unterwegs ist und möglichst mehr Kohle oder mehr Dinge oder irgendwie mehr haben will. Ja. Und ich freue mich einfach über jeden, der mehr versteht, wie geil er eigentlich ist. Und seine Werte vorantreibt, die auch andere unterstützen können. Ich feiere das total. Und ich arbeite auch nicht mehr mit Leuten, die das nicht wollen. Ich sage den Leuten auch ganz klar, wenn ich glaube, das macht keinen Sinn, dann sage ich das. Und ich sage euch auch, was mehr Sinn macht. Ja. Und dann ist das halt auch so. Ja. Und ich habe mal, und da sage ich jetzt einfach auch mal den Namen, weil ich habe kein NDA damals unterschrieben. Ich war damals bei einem Vice President von der Telekom. Da war ich Freiberufler und bin dann über irgendjemanden, ruf mal an, komm mal mit in so ein Meeting. Super Typ, super untypischer VP, hat 5.000 Leute, will die alle nacheinander agilisieren mit Agile Release Trains und Value Stream Analyse. Und ich habe dann offen gesagt, naja, ich habe jetzt schon mal Value Stream Analysen gemacht, das ist aber lange her. Und da bin ich halt komplett weiblich und sage, ich kann das, aber ich habe das nicht die letzten Jahre regelmäßig gemacht, weil das machst du ganz am Anfang, bevor du sowas machst und sowas aufgleist als Agile-Transformation. Und haben sie mich da nicht genommen und ich habe aber zu dem Zeitpunkt gesehen, dass sie da irgendeinen Mist bauen. Die haben 5 Agile-Release-Trains mit 700-800 Leuten gehabt und ich so, ey, das sieht hier nicht gut aus. Was habe ich rausbekommen? Dass die mich angefragt haben, das letzte in einem Jahr davor schon gesehen haben in den Meetings und nichts gesagt haben mit der Begründung, naja, dann wären wir hier aus dem Projekt geflogen. Und da sage ich, okay, also dann geht ihr bei der Telekom hin, seid ruhig und macht jetzt und dann passieren ja Sachen, die nicht gut sind und dann nehmt ihr aber Leute wie mich oder andere, nehmt ihr dann da rein und verdient noch Geld an den Fehlern, die ihr ganz früher, und ich zitiere mal Wolfgang Grupp, wenn jemand ein großes Problem hat, dann hat er ein großes Problem, weil das war mal klein. Sag ich, und ich habe doch da schon gesehen, es ist klein. Ja, deswegen haben wir dich auch nicht genommen, weil wir hatten Angst, dass du das zum Thema machst. Natürlich mache ich das zum Thema. Mhm. Ich habe ja in dieser Vorstellungsrunde gesagt, Freunde, ich bin ein Arschloch-Experte. Da waren VP Telekom, 5.000 Leute unter sich. Mhm. Und da kommt jemand und sagt dir ganz locker, ich bin Arschloch-Experte. Ja, ich komme bei dir rein, mein Freund. Ich rieche und ich kann dir sagen, wer dein Unternehmen nicht voranbringt. Ne? Ich habe ein Lieblingsbuch, The No Asshole Rule, ne, in Deutschland oder auch wenn ich für eine große IT Firma, wenn Inder dabei sind, wenn ich ein Asshole sage oder das ne, zitiere, dann war, oh ja, das sagt man doch nicht. Ne, weißt du, in Indien, die Kasten super diskriminierend, aber wenn ein deutscher Asshole sagt, weißt du, was ich meine, das ist Dritte Weltkrieg. Und dann bin ich da aus dem Prozess raus. Die haben dann gegen mich interveniert. Ja, weil die ganz genau wussten, die wussten ganz genau, die sind die Ersten, die fliegen. Ja, natürlich. Berater müssen doch irgendwo auch mal eine Beraterehre haben. Ich berate.
Ich bin doch nicht da draußen, um keine Ahnung, mein Porsche Cayenne mit zu finanzieren. Das denken ja viele. Ja, natürlich kriegen wir doppelt und dreifach so viel wie andere Leute, weil wir auch ganz andere Kostenstrukturen haben. Aber ich finde es zum Kotzen, wenn wir da draußen sind. Ich meine, so eine Telekom macht das nichts. Oder wenn du bei einer Allianz bist oder bei einer VW, ja, denkst du erstmal, ne, auf Jahre schon. Aber das machen die auch bei KMUs. Ja. Und wir wissen doch beide, dass die manchmal kurz vor der Insolvenz stehen und sich so glücklich sind, wenn sie das überhaupt zahlen können. Die brauchen doch was da draus. Ja, sehe ich auch so. Das finde ich total geil, weil das ist tatsächlich brötchenfrei. Ich habe irgendwann mal einen Podcast gestartet für Geschäftsführende. Den nenne ich brötchenfrei, weil ich selber aufgehört habe zu heucheln. Ich habe einfach keinen Bock mehr. Das, was du gerade beschreibst, ist einfach aufhören zu heucheln. Und ich habe damals wenn ich Bock auf Nutella hatte, dann musste ich ein Brötchen dazu essen, weil einfach nur aus dem Glas löffeln, da fühlte ich mich schuldig. Du musst dann ein Brötchen, weil du hast ja Hunger. Nein, ich will einfach dicke Schokolade drin haben. Pass auf, der Punkt ist ja, dieses Brötchen hat ja noch mehr Kalorien. Es macht keinen Sinn. So gerade auch, ich bin ein sehr schwerer Mensch. Es macht keinen Sinn. Nee. Genau, lass einfach das scheiß Brötchen weg, wenn du Bock auf Nutella hast. Und deswegen habe ich diesen Podcast brötchenfrei genannt. Brötchenfrei ist das geil. Empfehle ich dir sehr, du feierst den ganz sicher als jemand, der nicht heucheln will. Damit würde ich mich verabschieden. Ich habe gleich den nächsten Termin. Wir haben auch massiv überzogen. Ich weiß gar nicht, wie viel haben wir jetzt eigentlich hier? Wir haben, glaube ich, 1,5 Stunden jetzt gequatscht. War mir ein totales Fest. Absolut, mir auch. Ich sehe gar keine Zeit. Das steht hier oben. Nur Matthias Bummer hat die Aufzeichnung gestartet. Ich hoffe, der hat sie auch aufgenommen. Denn für dich noch mal ein paar Abschlussworte. Du hast vorhin was von dem Fortschrittszentrum Mittelstand. Du hast was von den 300 erzählt, von den Top 5. Vielleicht noch mal ganz kurz deine Mission in einer halben Minute. Ja. Wenn Leute sagen, ey, da sehe ich mich auch mit Brötchen frei, auch mit Werte und Digitalisierung weiterbringen. Wen willst du da haben? Was ist das Ziel davon? Ganz kurz nochmal 30 Sekunden. Mega gerne. Ich möchte einfach authentische Leute, die einfach Bock haben, andere Leute zu unterstützen in diesem Wandel, der da gerade stattfindet. Und das sollen so Leute sein, die C-Level-Erfahrung haben, die auf jeden Fall andere Leute unterstützt haben schon mal vorher und die einfach Lust haben, die eine Expertise haben, die einfach Lust haben, da draußen zu sagen, hey, ich bin für dich da als Ansprechpartner. Ich weiß, wie heavy dieser Wandel ist. Ich bin als Ansprechpartner für dich in diesem Kerngebiet da. Und das sind die 300 Treiber des Wandels in der Wirtschaft, die ich gerade zusammensuche. Zielt alles auf die große Mission ab, Deutschland unter die Top 5 zu bringen in der Digitalisierung. Es ist nicht nur Digitalisierung, sondern es ist Geschäftsführung. Aber wenn beides nicht zusammenpasst, dann schaffen wir dieses Ziel nicht. Und ich will einfach mit geilen Leuten zusammenarbeiten. Ich habe keinen Bock auf Heuchler. Ich habe keinen Bock auf Leute, die andere Leute betrügen müssen, und so, um da weiterzukommen. Oder Leute, die nur aufs Geld schauen müssen, weil sie sonst nicht klarkommen. Habe ich einfach keinen Bock. Ja. Und dieser Kreis, den wir da gerade um uns schließen, das sind einfach coole Leute. Und alleine für mich wird es schon geil sein, alleine nur mit diesen 300 Leuten in einem Raum zu sein. Und lass da mal ein paar Gespräche stattfinden. Das hat sich schon für die Leute selber gelohnt. Und dann tragen wir das auch noch nach außen. Und dieser Kreis wird immer größer. Und wir wollen etwa 2% der Geschäftsführenden in Deutschland erstmal erreichen und auf die erstmal wirken und dann das ganze Konzept weiterspinnen. Und da habe ich einfach so sehr Bock drauf. Das wird genial. Und ich kann euch jetzt schon sagen, ich bin eingeladen worden. Ich habe die Gatekeeperin überstanden sehr gut. Und ich kenne mittlerweile Top-Beraterinnen und Top-Coaches, die da drin sind. Und ich kenne welche, die noch bekannter sind, die da aufgrund ihrer nicht vorhandenen Werte im Sinne von Denno den 300 eben nicht dabei sein dürfen. Wo jeder denkt, ja, die holt man sich doch dazu, damit das Ganze auch eine Außenwirkung hat. Ja, es geht auch um Außenwirkung, aber nicht um jede Heuchelei. Das muss man sich nicht geben. Das sind die abschließenden Worte, denn es war mir ein Fest. Und ich denke mal, so in den nächsten 2-3 Tagen ist das Ding online. Und dann grüßen wir jetzt schon mal den Andreas, der Matthias und Dan pur hören darf. Springer Gabler, für euch tut es uns leid.
Ja, Andreas hat gesagt, wir müssen den Dan und den Matthias rauslassen. Oder erstmal wird gesagt, der Dan muss den Dan rauslassen. Das hieß dann für mich, genau. Ja, muss ich auch den Matthias rauslassen. Aber ihr könnt ja den Podcast hören. Und ansonsten fragt er uns für ein Buchprojekt an. Dann schreiben wir euch da mal was Richtiges, wo unsere Persönlichkeit ganz drin ist. Genau, aber ob es da noch Springer-Gabler-Style ist, ich weiß es nicht. Aber trotzdem, ja. Es war so geil. Ich wusste, wir werden, auch wenn wir am Anfang dachten, ja, was ist unser gemeinsames Thema? Ich wusste, wir finden es. Und für euch da draußen, schön, dass ihr dabei wart. Und ja, wenn ihr mehr Infos haben wollt, guckt in die Shownotes, wenn ihr mit uns sprechen wollt. Schreibt uns an bei LinkedIn, schickt uns eine E-Mail und kontaktiert uns einfach und dann schon mal weiter. In dem Sinne, tschüss, ciao und auf Wiederschauen. Dankeschön, ciao. Schön, dass du mein Gast warst diese Woche. In den Shownotes findest du die Kontaktdaten für Feedback, Fragen und Social-Media-Profilen. Außerdem findest du dort Links zu externen Informationen, soweit diese heute relevant waren. Besuche mich außerdem auf www.skagil.de und lass uns doch auf LinkedIn und Xing miteinander vernetzen. Ich freue mich nächste Woche auf dich. Bleib gesund, mach's gut, bis dahin. Tschüss.